Und mein Kollege Kai Franzke steht jetzt am Tatort an der Partymeile, die jetzt sicher erstmal keine mehr sein wird. Was wissen wir über den Polizisten? Wissen wir irgendetwas über seinen Gesundheitszustand? Wie geht es ihm? Ja, heute Morgen kam endlich mal eine positive Nachricht nach diesem Schlimmen, was hier abgegangen ist. Nämlich er ist von der Intensivstation auf die Normalstation verlegt worden, leidet aber immer noch an einem schweren Schädelhirntrauma, hat mehrere Frakturen im Gesicht und auch den Kollegen, also das muss man sich eben reinziehen, dem einen Kollege wurde die Nase bei dieser Tat da gebrochen und auch andere Polizistinnen erlitten Schürfwunden. Dazu muss man eben sagen, der Polizist ist erst seit 4 Jahren jetzt in dieser gehobenen Stelle, hat 2 Kinder und bangte tatsächlich kurze Zeit um sein Leben. Und Kai, wissen wir jetzt, wer tatsächlich alles in diesem Vorfall verwickelt war? Naja, die Polizei macht tatsächlich ein schweres Staatsgeheimnis daraus. Man kann es verstehen, es geht eben um einen Polizisten. Was wir von unseren Informationen aus wissen, ist, dass der Wirt von dem Zeitlos, was Sie hier hinter mir sehen, auch da seine Anteile mit drin hat. Er war mit in dieser Prügelei dabei. Allerdings muss man sagen, dass diese Prügelei, also die Polizei wurde zu dieser Massenschlägerei gerufen. Die war dann eigentlich wieder, hat sich die Lage beruhigt und dann eben kam die Polizei und dann eskalierte es noch einmal, weil eben laut Polizei die Täter so aggressiv auf die zugingen und die Polizei keine andere Wahl hatte, als eben den, wir nennen ihn Marvin, zu tasern. Das Ganze ist ja vor einer Gaststätte passiert, eigentlich ein Ort, wo es einem gut gehen soll, wo man Spaß haben soll. Wie ist denn jetzt die Stimmung vor Ort? Ja, also die Stimmung ist, ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Ich selber komme aus dieser Stadt, war mehrmals in dieser Kneipe vorher. Diese Stadt lebt eigentlich von Freude, freut sich über alles. Es ist eine Fußballstadt. Freitags bis samstags ist hier eben auch in dieser Straße normal Party. Und diese Tat, diese unfassbar schreckliche Tat, die ist wie ein schwarzer Nebel über dieser Stadt. Ich bin gestern mal durch die Stadt gegangen. Normal ist eben samstags auch was los. Die Leute gehen essen. Es ist unfassbar eine traurige Stimmung. Es gibt kaum was. Es ist, also wenn man ein Andernacher ist, ist es im Moment ganz schwierig. Ja, Kai, man merkt es dir auf jeden Fall an, dass du auch betroffen bist. Und wir wünschen natürlich allen alles Gute an den Polizisten. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Danke für dich erstmal für diesen Moment. Tschüss. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.